Wichtig zu wissen ist es sicherlich erstmal, dass Städte und Gemeinden ihre eigenen Regularien für die Osterfeuer haben. Eins haben sie aber alle gemeinsam und das sind die Abstände und das ist auch sicherlich das Wichtigste bei einem Osterfeuer. Bei einem Osterfeuer von mehr als bis 150 Kubikmetern sind Abstände von mindestens 50 Metern zu einfachen Gebäuden zu halten und Gebäude mit weichen Bedachungen wie beispielsweise Reetdachhäuser oder auch Fahrzeuge oder andere leicht brennbare Bauten sind mindestens 100 Meter einzuhalten. Wichtig wäre sicherlich auch, Löschmaterial vorzuhalten, wie einen Gartenschlauch, der Wasser führt und eine Schaufel, mit der man rasch Sand aufwerfen kann, wenn ein Feuer außer Kontrolle gerät. Sollte man ein Feuer nicht mehr beherrschen können, sollte man umgehend die Notrufnummer 112 wählen. Verbrannt werden dürfen Bäume, Reisig, Äste. Das sind so die gängigen Dinge, die verbrannt werden dürfen. Verbrannt werden darf nicht Kunststoffe, Sperrmüll, behandeltes Holz. Das ist nicht gut für unsere Umwelt. Der Osterfeuerabend für die Feuerwehren gestaltet sich so, dass man innerlich schon darauf eingestellt ist, dass etwas passieren könnte, dass die Feuerwehr ausrücken muss. Allerdings ist es so, dass die Einsatzkräfte auch an Osterfeuern teilnehmen, allerdings sich zurückhalten mit Feiern. Und viele Einsatzkräfte feiern auch ein Osterfeuer am Feuerwehrhaus, wobei in diesem Jahr die Osterfeuer in vielen Ortsteilen nicht öffentlich sind bei den Feuerwehren. Hier sollte man sich vorher erkundigen, ob das Osterfeuer öffentlich ist oder ob es ein internes Osterfeuer ist.